Ei, hallo. Das letzte habe ich meine Fans, also meine Follower, dazu aufgerufen, mir Bilder von sich mit einem Stoppschild im Hinterkant. Oh, leck, so ein Mist. Nochmal. Ei, hallo. Das letzte habe ich meine Fans, beziehungsweise meine Follower, dazu aufgerufen, mir ein Bild von sich mit einem Stoppschild im Hintergrund zu schicken. Jo, und jetzt zeige ich euch mal ein paar von den Insendungen. Nee, ist natürlich alles Quatsch. Die Bilder dort, die sind künstlich, weil erstens mal habe ich keinen Aufruf gestartet und zweitens hätten mir wahrscheinlich eh keiner was zugeschickt. Die Bilder dort sind von der KI gemacht und wenn ihr wissen wolle, wie das geht, dann bleiben dran. So, dann will ich euch mal zeigen, wie man KI-basierte Bilder kann generieren. Ich habe darüber erst vor ein paar Wochen erfahren, aber wie ich gelesen habe, gibt es das Ganze wohl schon seit einigen Monaten. Und zwar muss man da auf www.bing.com gehen und ich mache euch mal noch groß, Vollbildschirm. Damit man das Ganze nutzen kann, braucht man ein Microsoft-Konto. Ich gehe davon aus, dass jeder Windows-User sowas hat. Wie es mit Apple-User aussieht, weiß ich nicht. Also wie gesagt, man muss angemeldet gehen. Angemeldet sind. Oh je. Yeah. Dirk, du bist wieder super. Dann geht man auf Bilder. Und hier oben findet man Bilder, also erstellen. Und dann geht man hier drauf. Hier oben, man hat, wie hat sich das jetzt genannt? Boosts oder irgendwie was. Also man hat Punkte, mit dessen Hilfe kann man künstliche Bilder schneller erstellen. Es gibt, glaube ich, pro Tag irgendein paar Stück, keine Ahnung, ich habe das letzte, wie ich ganz viele Sachen gemacht habe, dann habe ich sie alle verbollert. Man kann natürlich auch trotzdem noch sich künstliche Bilder erzeugen lassen, nur dauert es dann halt länger. Hier mit diesem Guthabe, mit diesem Boost geht es schneller. Jetzt gucken wir mal hier, wo ich schon was gemacht habe. Und zwar, wenn man sich irgendwas machen lässt, kriegt man von Bing dann immer 4 Vorschläge gezeigt. Und hier habe ich eingegeben, Mann mit roter Regenjacke und Kapuze an, macht bei Regen im Wald einen Extremmarsch im Matsch und Cartoon. Ja, wer weiß, wer das ist. Es ist natürlich unterwegs mit Martin. Nee, er heißt jetzt Eifelbomber. Hier, wenn man jetzt auf so Bild geht, dann kann man das Ganze entweder teilen, speichern, ich glaube hier auf Bing speichern, keine Ahnung, ich habe es noch gar nicht gemacht. Oder das Ganze natürlich runterlade. Die Bilder haben, wie das sehen, quadratisches Format, 1024x1024 Pixel. Ja, das hier war Versuch vom Eifelbomber von dem letzten Video, was der Martin dort gebrungen hat. Ich habe natürlich hier auch noch andere Sachen gemacht, weil er hat zwar die Rotjacke an, aber eigentlich wollte ich nur ohne Jack machen. Und ihr kennt vielleicht den Martin. Er hat ja wenig Hose, beziehungsweise die Hose mehr hinne. Ja, wie macht man das am besten? Ich habe hier Ingeb, Mann mit Glatze und ein paar Haaren, macht bei Regen im Wald einen Extremmarsch im Matsch und auch Cartoon. Also wenig Hose. Hat er irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Gut, hier hat er auch Bart, hier hat er Bart. Also die KI macht sehr oft Bart. Hier habe ich dann auch noch ein paar Sachen. Also es kommen auch immer unterschiedliche Ergebnisse raus, wenn man was durch die KI erzeugt tut. Hier ist es auch
Das ist aber jetzt eher ein Kind. Und hier habe ich noch, ich habe gesagt, es gibt eigentlich immer vier Vorschläge. Hier gibt es jetzt nur drei Stück. Was habe ich hier gewählt? Eifelbomber macht einen Extremmarsch im Matsch-Cartoon. Ja. Und hier das gleiche. Der Eifelbomber. Ja, was habe ich hier noch? Hier habe ich Stoppschild TV trifft Joscha und Dexter auf Tour Cartoon. Ich glaube, es gibt sogar eine Serie im Fernsehen, Cartoon-Serie, die heißt Joscha und Dexter. Ich kenne sie persönlich jetzt nicht. Aber was man hier zum Beispiel sieht, hier hat da Data geschrieben. Also manchmal sind Fehler drin in der KI. Kann er noch sehen, was ich hier gemacht habe? ja, ihr kennt es ja, lese, wer es ist. Mann mit roten Haaren und Bart und Cap filmt sich mit einer Actioncam auf einem Selfie-Stick neben einem Bunker im Wald und eine französische Bulldogge steht neben ihm. Cartoon. Wer ist das bloß? Genau, es ist Joscha und Dexter auf Tour. Ja, hier habe ich dann mal K-Cartoon-Bilder. Hat mir jetzt aber gar nicht zugesagt, weil Cartoon-Bilder passen doch schon zu Light eher, weil hier könnte man denken, es wäre irgendwie, wie heißt das, Natur in NRW oder sowas. Deswegen habe ich die Bilder nicht genutzt. Guck mal, hier haben wir nochmal neben einer Munitionsniederlage im Wald. Weil wer Joscha und Dexter auf Tour kennt, die mache ich auch gerne so Kasernebesichtigungen oder der Joscha ist auch Geremo einer Munitionsniederlage, was sich aber sehr komisch anhört. Der Joscha hat ein rotes Bussje, roter Van. Das war hier so Vorschläge, was kommen ist. Das Bild ist natürlich auch ein bisschen witzig, weil es Selfie-Stick der Mitte im Nichts schwebe dort, weil wie gesagt, manchmal ist die KI ziemlich blöd. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwo so Fehler sind. Ach ja, hier. Da hat er einen Selfie-Stick, aber ohne Kamera. Die Kamera ist hier näher drin. Also sehr, sehr komisch. Also Kreationen, die ich mache gelost habe. Dann habe ich hier noch eine Kreation gemacht. Mann mit Bart und Cap steht mit einer Kamera in der Hand neben einem Auto mit Dachzelt in Schweden und es regnet Cartoon. Wer kennt das denn? Okay, es ist ein Auto und kein VW Caddy, aber ja, es ist Chaos Trip. Grüße gehen raus an der Olli. Ja, das sind jetzt alle Kreationen, die hier noch gespeichert sind, Sina. Ich habe natürlich ja schon viel mehr gemacht. Auch diese ganze Bilder mit Selfies mit dem Stoppschild im Hintergrund, beziehungsweise auch Freddy Krüger Bilder. Aber ich glaube, irgendwann sind die hier aus dem Speicher draußen, es sei denn, man hätte sie abgespeichert. Ich habe jetzt aber auch gar nichts gespeichert. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das Kind hinkomme. Ja, da will ich mit eigentlich mal noch was kreiere und was könnte man kreiere? Katze isst Pizza mit den Pfoten und ein Hund steht sabbernd neben dran und trinkt Bier. Mal gucken, was so jetzt rauskommt. Erstellen drücke und dann dauert's. Ihr Bild wird von KI erstellt. Und hier steht auch Tipp. Beschreiben Sie ein Bild, das es nicht gibt. Probieren Sie es mit Christi Bär, der als Cowboy verkleidet im Wilden Westen eine. Ach, hier sind schon die Vorschläge. Aber man sitzt, hier ist gar kein Hund dabei. Ein biertrinkender Hund ist eigentlich gar nicht dabei. Katze isst Pizza mit den Pfoten.
dann passt das eigentlich noch am besten, beziehungsweise hier also auch vielleicht noch die Pfote. Also ja, jetzt gebe ich hier hinten dran mal noch Cartoon in, weil ich habe ein bisschen Garfield im Kopf gehabt, wie ich das jetzt gemacht habe. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Muss jetzt übrigens in Echtzeit laufen, dass wir auch sehen, wie lang sowas dauert tut. Und man sieht, so genau wie möglich ich beschreibe, aber hier sind eigentlich zwei Hunde auf dem Bild und Kekat. Da ist eine Katz, aber die hält die Pizza gar nicht in der Pfote. Ja, es ist ja sehr komisch. Was man auch noch ingehen kann, also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ich mache es jetzt mit euch. Ich glaube, Aquarell kennt man noch ingehen. Wieder sehen, immer wenn ich jetzt hier kreiere losse, geht einer so Boost weg. Ach, das ist jetzt ein ganz anderer Stil. hier ist jetzt ein Hund die Pizza. Und ein anderer Hund trinkt's Bier, also ihr seht ganz, ganz komisch. Aber eine Sache will ich jetzt doch noch machen. Zum Beispiel, ich gebe was mit unserem Bundeskanzler hin. Olaf Scholz schlägt Anna Lena mit Bier. Bär, Bock ins Gesicht, ein blaues Auge. Und wenn ich jetzt hier erstelle drücke, dann kommt Inhaltswarnung. Das ist mir nämlich auch schon öfters aufgefallen. Wenn ich Name von Persönlichkeiten ingen, dann wird nichts kreiert, wahrscheinlich um Fake News zu verhindern. Wenn euch das Video da gefallen hat, dann mache ich später mit einer anderen Kamera. So, ich hoffe, euch hat mein kleines Video da über die Möglichkeit, künstliche Bilder von der künstlichen Intelligenz da von Bing kreiere oder kreatiere, wollte ich schon sagen, kreiere zu lassen gefallen. Und vielleicht hat er ja ein bisschen Blut geleckt und ihr wollt das auch machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst uns doch gerne Daumen da, natürlich noch oben, schreibt einen Kommentar, ob ihr da mehr von meinem Content sehen wollt, dann abonnieren mich doch. Und das war's für das heutige Video. Machen's gut, bleiben gesund und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer StoppschildTV bei YouTube. Time, nah, I'm feeling myself in the best way.